Herzlich willkommen, Leute, zurück zu einer neuen Folge Creativerse. Weiter geht's in dem Let's Play und deshalb ist auch Leon dabei. Genau, nachdem wir uns nämlich in der letzten Folge mal ein bisschen mit dem Thema Blueprints befasst haben, also mit den Crafting-Rezepten, stehen wir jetzt vor einer mysteriösen Treppe. Wo wird sie uns hinführen? Ich weiß es nicht. Lass es uns rausfinden. Gehen wir sie hoch. Oh, wo sind wir denn hier? Leon, wo sind wir hier? Ja, wird schon am Planen. Gut, Leute, jetzt haben wir schon mal hier das Geheimnis geklärt, wo diese mysteriöse Treppe hinführt. Wir werden natürlich dann eine Verbindung zwischen unseren Häusern bauen, denn unsere Idee in dem Let's Play war es, eine Stadt aufzuziehen, wie Leon es schon gesagt hat. Das heißt, wir werden natürlich nicht dauerhaft, sage ich jetzt mal, in diesen Anfangshäusern sozusagen, die wir uns gebaut haben, bleiben. Sondern werden hier eine Stadt aufziehen, das heißt je viele verschiedene Gebäude und natürlich die hohen Höhlen erforschen, Sachen craften, Sachen neu rausfinden, das Spiel bei der Entwicklung zuschauen, selber die Welt weiterentwickeln, gemeinsam erkunden, Spaß haben und einfach genießen. So. Blueprints. Nein. Ich wollte mir Leitern bauen. Wie mache ich mir denn einen Wood Floor? Made in Craft. Okay, im Crafting. Okay. Gucken wir uns das mal an. Ab in Prozessor. Holz. Wood Slabs. Mach mir mal Wood Slabs und aus Wood Slabs kann man dann vielleicht einen Wood Floor machen. So, gucken wir mal. Ja. Wood. Wood. Ja, ne, Wood Wall. Ist das das? Ne, Wood Floor, ne? Genau. Dafür muss ich mir erstmal eine Wood Wall craften. So, und jetzt? Hast du Wachs? Melted Wachs. 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 Made in the Forge. Im Ofen? Ne, also da muss man das machen. Habe ich nicht eigentlich... Ich habe eigentlich auch eins gecraftet oder nicht? Ja, oder Stone Sword. Leute, es ist gerade leicht verwirrend hier alles. Bin ich irgendwo gestorben? Tatsache, oder? Nee, kann ja gar nicht sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich hatte doch auch ein Steinschwert. Habe ich mir nur letzte Folge gecraftet. Yes.
check grad nicht, warum ich... Ja, ich frag mich nur, warum ich kein Steinschwert habe. Ich habe mir doch eigentlich eins gecraftet. Mysteriös, mysteriös. Ja, das stimmt. Wir haben Bug gefunden. Bug detected, Leute. Bug detected. Nämlich ein komischer Lichtbug. Habe ich. Und ich habe die Höhle, in der du drinnen warst, mal ausgeleuchtet. Nichts Besonderes. Gut, Fackeln haben wir jetzt auch nicht mehr. Ich habe einen Prozessor unlocked. Vor allem ist ja nicht so, dass ich den schon mal gebaut habe, aber egal. Ist halt durch das neue Crafting-System, ist halt, wie Leon schon sagt, alles ein bisschen durcheinander. Eigentlich hatten wir schon mehr, aber okay. Genauso wie ein Bett haben wir auch schon gecraftet eigentlich. Ja klar, nicht hier, aber eigentlich, ne? Bedrock, wo kriege ich denn Bedrock her? Und in der Fossil Layer. Ach genau, ich glaube, ich habe mir ein Steintool gebaut. War das nicht? Ja, ich glaube, das war so. Ich bin der Meinung, ich habe mir ein Stein. Stone, genau. Okay. Ich brauche. Ah, dein Forgotten Tempel war auch schon ein Mega-Projekt, ey. Von den Blöcken her. Ja, aber von den Blöcken her, ey, war es auch schon nicht schlecht. So, ein paar Fackeln gemacht. Und wir gehen mal kurz die Umgebung ein bisschen angucken, Leute. Ja, denn, warum auch immer mein Steinschwert weg ist oder so, ich weiß es jetzt nicht. So, wie gesagt... jetzt erstmal nicht so schlimm. Wir sollten nur mal gucken, dass wir dann demnächst irgendwann ein Steinschwert kriegen. Oh. Wär's mal, wenn du mal zu mir kommst, weil ich will jetzt nicht alleine in diese Höhle, die sieht ein bisschen gefährlicher aus, sag ich mal. Ganz in der Nähe. Obsidian Sword, jawohl. Diamond, Luminate. Heiden Tempel Sword. Hä, warum ist Obsidian nicht so wertvoll wie Eisen? Okay. In Minecraft ist es komplett anders, aber egal. Wir sind ja hier nicht in Minecraft.
Ich komme einfach mal zu meinem Haus. Gott, leider. Ich komme kurz. Ich hol dich ab. Ne, die Höhle geht so tief rein, deswegen will ich da nicht alleine rein. Ah. Ja Leute, also der Nebel hier wiederum gefällt mir ziemlich gut. Hat was. Wenn ich jetzt noch den Höhleneingang wiederfinde, dann bin ich gut. Ach genau hier. Gefunden! Gefunden! Fackel, okay, hallo? Ja, ohne Moos nicht los, ne? Badam! Wow. Die sah böse aus, als sie ist. Stein. Gut, Leute, sie hat uns getäuscht, die Höhle. Aber lieber zu zweit und nichts riskieren, als alleine und sterben. Ah, Leon, kannst wieder rauskommen dann gleich. Ich guck mal, ob ich hier noch in der Nähe eine andere finde. Oh, hier ist doch gleich die nächste. Ich weiß nicht, ob das auch wieder nur so ein kleines Löchlein ist, wo man einfach nur bis unten reingeht und da ist nichts, aber man wird sehen. Auf jeden Fall machen wir jetzt hier mal ein paar kleine Höhlentouren. Denke ich mal, ist auch ganz interessant. Oh, wie zwei Höhlen nebeneinander, das gefällt mir, Leute. Ja, dann wollen wir mal, ne? Gucken. Oh, richtig. Lop. Ja. Hey. Oh, wow. Eine Kiste. Warte. Einmal für die Aufnahme zeigen. Was sind also Bomben, Kohle? Kohle ist gut, die brauche ich zum Beispiel. Meinen. Ha, du. Naja, egal. Oh, ich wollte gerade sagen, hier. Wow. Was haben wir hier? Ja, Leute. Hat sich doch mal ein bisschen gelohnt. Reinzufallen, mehr oder weniger. Aber auch die Höhle sah bis jetzt gefährlicher aus, als sie ist. Aber wie gesagt, Leute, das täuscht halt auch manchmal. So, die Ecke haben wir auch ausgeleuchtet. Ja. Bin dabei. Ah! Wow! So. Wie geil, was ist das hier? Glowing Mushroom. Oh ja! Obsidian Mining Cell. GG. Gut. Warte. Was ist da? Boah. Flash! Boah. Er ist so assi. Er ist fast tot. Ja. Glowing Mushroom, schön. Erstmal ein Mushroom gönnen. So, wo sind wir denn hier? Erstmal ein Dings hin, klatschen, eine Fackel. So. Sieht doch schon viel besser aus. So.
Ja. Gleich ist tot. Jawohl. Was haben wir hier? Ja, nehmen wir einfach mal mit. Nimm du dich mal. Wir teilen ja eh alles, aber egal. So. So, Leute. Es ist zwar gerade sehr spannend, dennoch verabschieden wir uns von dieser Folge von Creativerse. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir weiter fleißig Höhlen erforschen, um Sachen zu finden. Und in dem Sinne sage ich schon mal bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.